13. Nach der Antriebssteuerung kommen wir jetzt heute zum eigentlichen Elektromotor. Und der Elektromotor sieht so aus. Er besteht aus einem A-Lagerschild, aus einem B-Lagerschild, einem Zwischenteil und einem Rotor in der Mitte. Hier sehen wir drei Anschlüsse. Die drei Anschlüsse gehen auf drei Kupferwicklungen. Schon wieder Kupfer. Vorher haben wir bei den Kabeln schon Kupfer gehabt, bei der Batterie haben wir auch schon Kupfer gehabt. Die gehen auf drei Kupferwicklungen und die Steuerung tut jetzt nacheinander auf die drei Wicklungen Strom geben. Das tut ein Magnetfeld induzieren und das Magnetfeld tut dann den Rotor in die Reihung versetzen. Das ist das ganze Prinzip. Das ist simpel einfach. Warum asynchron? Asynchron heisst, dass der Rotor in der Mitte ein bisschen langsamer läuft, als das Magnetfeld außenrum rotiert. Und mit dieser Differenz tut man halt eben im Rotor auch wieder ein Gegenmoment induzieren. Das hat einen Nachteil, es hat einen etwas weniger höheren Wirkungsgrad als zum Beispiel ein Synchromotor, aber es hat einen entscheidenden Vorteil. In diesen Motoren brauchen wir überhaupt kein selten Erdmagnet. Und von denen haben wir sicher auch schon gehört, die sind nämlich relativ selten und die sind relativ schwierig zu beschaffen. Und diese Materialien brauchen wir da bei uns, bei diesem Antriebssystem, konsequent nicht. Eingebaut im Fahrzeug sieht es so aus. Der Motor ist jetzt da und jetzt sind wir auch schon fertig mit dem ganzen elektrischen. Hinten das Getriebe, das Differential und die Hinterachs, das ist jetzt astreine Fahrzeugbau. Das ist jetzt Mechanik wie bei jedem anderen Fahrzeug auch.